bequem für vier Erwachsene. Ausdauernd und robust. So my mind could just see, so my mind don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spin a couple bucks. Sending out some love to my blood, to my girl, to my buds, to the homie up above. And no more time for picking up to these fakes who ain't around when the time's getting rough. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Also mir persönlich bringt es einfach nur Freude. Wenn ich ihn anmache, dieses Geräusch, allein zwei Zylinder, es läuft erstmal wie ein Sack Nüsse. So, das schüttelt, das scheppert, das knallt, das macht, das tut. Und das ist aber einfach geil. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn man sich einen Tag frei nimmt, sonntags schönes Wetter, du kommst hierher, machst Garage auf, machst das Ding an, er springt an und du freust dich und fährst einfach los. Und es ist einfach Entschleunigung. So, mich kickt es mehr, einfach so sonntags damit eine schöne Runde zu drehen oder irgendwie mit meiner Freundin irgendwo hinzufahren oder mit meinen Kumpels auf irgendein Treffen. Weiß ich nicht, aus den Zeiten bin ich raus, dass ich irgendwie mit 200 über die Landstraße oder über die Autobahn schieße wie Sau. Ich finde das cool, so wie es ist. Und dann düse ich lieber lang hin mit 90, 100. Das knackert schön, das macht schön blau. Das finde ich geil. Cool, dass alle Leute, oder gerade jetzt so bei uns aus der Region, die meisten Älteren hatten halt alle selber einen Trabant. Das war halt damals so, entweder so ein Trabi im Barkas oder in Wartburg gehabt. So, das waren ja nun mal die drei Hauptautos. Und die meisten können sich damit sehr gut identifizieren und finden das halt auch cool, dass so die nachfolgende Generation das auch so lebt. Und ich bekomme immer Daumen hoch, egal ob er auf dem Hänger steht, wenn wir zu einem Treffen fahren oder ob wir so auf Achse irgendwo hinfahren. Die Reaktionen sind mega. Und da drücken auch viele mal ein Auge zu, weil sie sagen, ach geil, hatte ich auch mal. So, das hat's schon. Ja, ich habe mit 15 mein Moped bekommen als Geschenk. Mit 16 dann meinen Führerschein gemacht. Und das gehört hier einfach mit dazu. Ich komme aus der Lutherstadt Wittenberg. Wir sind hier im tiefsten Osten. Das ist einfach, man sieht es überall. Jeder auf dem Dorf hat irgendwo früher einen Trabi gehabt. Meine Eltern haben früher selber einen Trabi gehabt. Und das ist so der Einstieg mit 15, wenn man mobil werden will. 15, 16. Und so hat das einfach angefangen. Und dann einfach mit einem guten Freund begonnen. Ja, in der Schule. Ich habe mit 15 mein Moped bekommen von meinen Eltern und das war komplett, zu der Zeit war ja damals dieser Street Fighter Umbau, war ja der Shit. Und das war komplett so ein Street Fighter Umbau Moped mit Monster Energy Aufkleber auf dem Tank und die Sitzbank hochgezogen und BMX Packs hinten als Fußrasten, so total krass. Und das war damals der Shit. Und dann mein guter Freund aus der Schule hat dann eine Schwalbe bekommen
Und er war eigentlich immer so der treibende Punkt, der dann immer angefangen hat mit Tuning. Und so hat sich das dann, wir waren Banknachbarn, das ist mein bester Kumpel bis heute, also Lukas, ne? So hat sich das dann immer hochgepusht, wer hat das schnellere Moped. Und dadurch ist eigentlich diese Faszination Tuning eigentlich entstanden. Aus der Schule halt raus, wer ist immer schneller. Und dann habe ich eigentlich alle möglichen Steps gemacht, die man motortechnisch damals so machen konnte. Alle möglichen Zylinder probiert und dies und das und jenes. Bis wir dann 2015 den Entschluss gezogen haben, mal richtig radikal alles einmal neu zu bauen. Dann habe ich das ganze Moped mit Lukas zusammen zerlegt im Schuppen damals bei meinen Eltern in der Garage. In diesem alten DDR-Schuppen. Ja, alle Teile zum Lackieren gebracht und dann halt seitdem aufgebaut und seit 2016 steht das Moped so da, wie es heute dasteht. Vor 3 Jahren kam der Trabi in mein Leben. Ich fand den Trabi schon immer cool. Ich weiß nicht, so, wenn man einmal in dieser Ostszene so drin ist, dann irgendwann kommt das. Ich meine, mit dem Alter ist das ja dann auch so, wenn man dann 18, 19 ist, dann fährt man kein Moped mehr, dann fängt das mit dem Auto an. Und dann habe ich über mein Moped die Jungs von Ostblock MV kennengelernt und die haben mich dann relativ schnell komplett verseucht. Und dann hat es auch nicht lange gedauert und seit 3 Jahren habe ich jetzt mein Trabi. Lustige Geschichte, deswegen ist es auch ein blauer geworden, weil meine Eltern früher auch einen blauen hatten. Und da gibt es ein Foto zu, das ist bei mir vor meinem Haus an der Straße zu ihrem Junggesellenabschied. Und da dachte ich mir, geil, wenn Trabi, dann muss er auch ein blauer sein. Ich meine, Original Trabi ist cool. Ich bin noch in der Gruppe hier drin, im Altblech-Club Wittenberg. Da sind viele ältere Herren, die schöne Motorräder haben, schöne Mopeds, auch viele schöne Trabis, Wartbox, alles original. Aber, weiß ich nicht, ich bin so ein Fuscher. Da verstehe ich. Also ein bisschen Tuning muss sein und mein Trabi ist das auch schon ein bisschen radikal geworden. Aber ich finde, es ist eigentlich ein geiles Auto geworden und ich liebe das so, wie es da steht. Bisschen manchmal, wo du dir denkst, echt so eine Scheiße, aber es gehört einfach mit dazu. Und durch das Auto habe ich so viele tolle Leute kennengelernt, so viele tolle Freundschaften entstanden. Super Typen kennengelernt, wie Thomas Iffer Garage, der dann auch selbstständig sich gemacht hat mit Trabi-Tuning und so. Von ihm habe ich das Fahrwerk drin. Tom von Custom Wheels, von der Ostsee oben, von Ostblock MV, der hat mir die Felgen gebaut. Von Ostblock MV, von Julius kommt die Scheibe. Und so kommt man halt an Leute ran, an Gruppen ran und es ist einfach nur ein lustiger Haufen. Und es macht auch einfach Bock. Eigentlich ist das Gesamtbild so, wie es ist, perfekt. Ich hatte immer so von ein paar Sachen so geträumt, weil ich fand die Felgen, finde ich einfach wunderschön auf dem Auto. Ich finde, das ist die Felge für das Auto. Die wollte ich unbedingt haben. Da habe ich auch ein bisschen drauf hingespart, dass ich mir die dann auch bestellen konnte. Dann ist mir aus wirklich sehr dummem Zufall dieses Ausstellfenster vorne über den Weg gelaufen, wo ich auch absolut nicht Nein sagen konnte. Genauso cool ist er auch mit dem Motorsportlenkrad, mit dem Snap-Off. Das ist auch so ein kleines Gimmick. Und dann halt alles so ein bisschen mit meinem Touch, halt das Lenkrad mit Alcantara bezogen, mit blauen Nähte und halt alles so ein bisschen probiert, in dem Blau so weiterzuziehen, aber eigentlich auch so wie mein Moped ist. Technisch, also optisch so ein bisschen original, aber auch ein bisschen Tuning, aber jetzt auch nicht so fernab der Realität. Wie gesagt, am Trabi ist soweit technisch alles original, so dass ein anderer Auspuff dran ist mit einem Sportvorschalldämpfer und der Auspuff ein bisschen durch den Rahmen gelegt ist, damit man halt zu tief fahren kann. Sonst ist da der originale Motor drin und das reicht, das fährt, das macht Spaß. Klar, die Idee, nochmal was Größeres zu bauen, habe ich auf jeden Fall. Aber aktuell macht es auch das Portemonnaie nicht mit. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wir haben jetzt ein Haus, da fleißig am Bauen, da geht so viel Zeit und Liebe und Geld rein. Da muss halt das Hobby erstmal ein bisschen anstehen. Also ich bin 3. Besitzer, er war Erstbesitz, also es ist einer der allerletzten. Der ist Februar 90 zugelassen, wurde dann um die 2010er Jahre irgendwie so wahrscheinlich mal restauriert.
Dann hat ihn ein Kumpel gekauft, hat ihn ein, zwei Jahre gefahren und von ihm habe ich ihn dann. Und die Restauration ist leider nicht so das Wahre. Also wenn man jetzt ganz genau hinguckt, sieht man, dass er halt vier verschiedene Blautöne hat. Er wurde einmal nachlackiert, aber halt auch mehr schlecht als recht. Das sind so Sachen, wo ich so sage, ja, das würde ich schon gerne machen. Also ihn dann wirklich einmal komplett zerlegen, einmal neu lackieren. Und halt natürlich vielleicht auch nochmal einen zweiten Motor aufbauen, zwei Zylinder, aber nicht auf Waband, nicht auf Wartburg-Motor gehen, sondern das Charakteristische beibehalten, aber halt mit ein bisschen mehr Bums. Aber dann fängt es ja weiter, muss man die Bremsen wieder machen. Dann wäre es am sinnvollsten, auf Scheibenbremse zu gehen. Dann passen aber, der ändert sich der Lochkreis, dann passen die Felgen nicht mehr. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, ach, weiß ich nicht. Ein bisschen Patina ist cool, er hat halt so seine Geschichte. Und zwischenzeitlich habe ich auch mal überlegt, ihn vielleicht doch nochmal abzugeben und einen Schritt größer zu machen auf einen 3-11er Wartburg. Das finde ich auch so die nächste Stufe. Aber ich glaube nicht, dass ich mich von trennen kann. Das ist so wie mit dem Moped, das ich mit 15 bekomme. Und wenn es nicht gerade mal fährt oder in irgendeinem Museum steht, steht es bei mir im Haus oben unterm Fernseher. Da gehört es hin und da freue ich mich dran. Jeden Tag, wenn ich dran vorbeigehe, und so, ja, das ist geil. They share one thing, they all need money. Das ist wirklich ein stinknormaler 601er, eigentlich einer der hässlichsten, die es gibt. Also wenn man jetzt so sieht, weil die dicke B-Säule, also es ist wirklich einer der letzten Modelle quasi. Der hat normalerweise hatte diese eckigen Stoßstangen mit den Plastikkappen dran und noch die Innenausstattung. Also ist halt wirklich einer mit der allerletzten. Ich habe ihn aber halt mit über die Zeit so gebaut, wie ich ihn gerne hätte, mit den alten Stoßstangen, mit den Felgen. Die Ausstellfenster waren nicht mit dabei, die Sitze normalerweise sind da Kopfstützen mit dran. Also einmal den Innenraum noch gemacht und halt so ein bisschen auf alt getrimmt. Den ich hatte, den anderen Trabi, der war schon deutlich geiler, der war von 71. Der hatte coole Specs gehabt auf jeden Fall. War auch zeitweise die Überlegung, aus zwei einzubauen, quasi in den alten alles umzubauen und ihn wieder zu verkaufen. Aber mir fehlt die Zeit, ich habe auch keinen Bock und so wie das Auto ist, ist es für mich perfekt. Mir macht es Spaß und ja, fährt's einfach. Ja, so ein Projekt macht man halt nicht alleine. Sowas entsteht ja über viele Jahre und dadurch entstehen auch viele Freundschaften. Wie gesagt, ganz großen Dank ist an Lukas, an meinen besten Kumpel, wie gesagt, seit der Schule. Mit ihm hat das ganze Moped-Thema angefangen. Und dann auch mit dem Autothema immer weitergegangen bis heute. Dann natürlich an Chris, an Klaus, an Steven, an Tom, an Christian. Und einfach auch noch so viele andere, die irgendwann immer mal mitgemacht haben oder immer zur Rat und Tat zur Seite stehen. Robert von Ostblock MV ist Tom, der die Felgen gebaut hat. Thomas aus Merseburg, Grüße. Der mir auch sehr viel beigebracht hat über ein Trabi, wovon ich viel gelernt habe. Weil ich muss sagen, ich bin halt als Neuankömmling quasi in diese Trabantwelt eingedrungen. Ich habe mir einen gekauft und hatte eigentlich keinen Plan gehabt. Und das war genauso wie mit dem Moped. Man lernt es halt, indem man Leute kennenlernt, die einem was zeigen, die einem was beibringen. Und da bin ich froh, dass ich so unter die Fittinge genommen wurde und einiges gelernt habe. Man lernt nie aus, um Gottes Willen. Aber es gibt so coole Leute und es gibt so viele verrückte Sachen, was man alles so machen kann. Na, mittlerweile, klar, Moped ist heutzutage nichts mehr Besonderes. Jeder 16-Jährige, der von Oma ein bisschen Geld kriegt, kauft sich irgendwo sein Zeug zusammen und baut was Krasseres vielleicht, weil es gibt heute auch ganz andere Sachen als damals. Aber wo ich das gebaut habe, gekauft habe, gemacht habe, war Stand 2015, 2016 und da ist es so stehen geblieben und dafür gehört es hin. Und das war eben nun mal mein Moped, wo ich dann 18 war, wo wir auf den ganzen großen Treffen gefahren sind, wo wir Harzring gefahren sind, wo ich mich mitgemault habe, wo wir Rennstrecke mitgefahren sind und das hat einfach gebockt. Und in der Zeit möchte ich es auch einfach lassen, weil da erinnere ich mich gerne zurück. Und wenn ich drauf sitze und fahre, dann kommt das Grinsen wieder hoch und ich fühle mich wieder wie 18. Und es macht halt einfach nur Spaß. Und ganz, ganz großes Dankeschön an meine jetzt Verlobte, dass du es mit mir aushältst, dass du mein Hobby so teilst und ich
verspreche dir, ich fahre mit dem Trabi zum Standesamt vor. Ob du willst oder nicht, es ist mir egal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank an Sauerkraut, dass ihr heute da wart. Denkt dran, liken, abonnieren, subscriben. Wenn ihr Bock habt, folgt mir auf Instagram, dann seht ihr ab und zu mal was. Ja, wer weiß, was ihr noch so in der Garage stehen habt für Schätze, Mopeds, Trabis, irgendwas. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.